Go, go, go. Mal ist es im Chat auf Twitch. Neuer Stream, der wir dort veranstalten an einem sogenannten langen Sonntag, wo wir nachmittags schon beginnen im Februar, Mitte Februar und dann lange, lange spielen. WB Writing Bull, Civ 6, Civilization 6, Schweden auf Gotthard, Terrakarte, brutaler Start, jetzt endlich angekommen auf dem neuen Kontinent hier. Matze Manix mit dabei. Hi Matze. Hallo zusammen und viele Grüße an alle. Zeichen auf, auch für die YouTube-Leute. Liebe Grüße auch an euch. Ganz kurz, wo wir stehen. Die YouTube-Leute sagen, hey, das hat er doch am Ende des letzten Videos erklärt, aber ich mache mal eine ganz kompakte Geschichte daraus, falls euch das langweilt. Einfach ein, zwei Minuten überspielen. Wir müssen das gut timen. Wir haben hier vorne nämlich den Bau eines Wunders fast fertig. In 7 Runden bekommen wir Torre de Belém. Torre de Belém hat einen Bonus, einen einmaligen, dieses Weltwunder, und gibt jeder Stadt, jeder Siedlung auf einem anderen Kontinent. Die Kontinentgrenzen kann man sich hier anzeigen lassen. Und das sind bei uns alle Städte, mit Ausnahme von den drei Startstädten. Die, die wir schon gegründet haben, und auch alle, die wir in Kürze noch gründen werden. Und dort bekommt man jeweils ein Startgebäude geschenkt. Eines, das billigste, was man im Augenblick bauen könnte, im Stadtzentrum. Also nicht in einem Bezirk. Das kann sowas sein wie Stadtmauer oder wie Kornspeicher, Monument, solche Geschichten halt. In dieser Phase des Spiels. Und wir wollen das so timen, dass wir vorher drei Städte noch gründen. Stadt Nummer 1 mit Feuerfuchs. Hier ist schon ein Siedler von hier aufgebrochen. Eine hier. Stadt Nummer 1. Stadt Nummer 2. Wir kaufen in 2 Runden. Vorher ist das Geld nicht da. In Kalbstadt einen Siedler. Hierauf zweite Stadt. Dritte Stadt. Irgendwo ist noch ein Siedler unterwegs. Matze Manix, hast du im Kopf wo? Ja, hier link. Ich weiß es selber. Hier auf der Seite. Der ist hier vorne. Der zieht drauf. Dritte Stadt. Die drei sollen vom Timing her fertig sein, bevor Torre de Belém abgerundet ist. Dann haben wir überall in den Startstädten, plopp, auch ein cooles Startgebäude. Zwei weitere Plätze haben wir noch markiert. Dort sollen auch Siedler hin. Da sagen wir aber, okay, die Plätze sind nicht so cool. Da ist es egal, ob die Startgebäude haben. Also was soll's. Die sollen gar nicht so groß expandieren. Zumindest nicht größer, als es in dieser Epoche uns sowieso schon als Bonus geschenkt wird. Denn wir haben nach diesen 7 Runden noch weitere 14 Zeit, glaube ich, nach meiner Erinnerung, um einen zweiten Bonus abzugreifen, mindestens 14, nämlich den durch diese Widmung, die wir haben, noch mindestens 21 Runden lang im Industriezeitalter. Und dadurch bekommt halt jede Stadt, die wir gründen, auf einem anderen Kontinent, also alle diese 5 Städte, insgesamt 3 zusätzliche Stadtbevölkerung, das heißt die Stadt mit 4 Bürgern, und die beiden anderen Stadtplätze, die wir noch haben. Hier vorne soll einer entstehen und dann irgendwo hier oben noch eine Siedlung. Die machen wir eigentlich nur, um Luxusgüter abzugreifen. Nur warum? Um unsere Monopole, Kooperationen und so weiter zu boosten. Die könnten ruhig 4 Punkte reichen, 4 Bürgerpunkte reichen. Mehr müssen es gar nicht sein. Zwischendurch ein Danke an den Chat für den Hype Train, der gerade auf Stufe 4 abgeschlossen worden ist. Vielen lieben Dank nochmal für eure Unterstützung. Das ist unser Plan. Und jetzt wollen wir das mal kombinieren. Jetzt kommt der Teil, den wir letztes Mal noch nicht überlegt haben. Ein Zuschauer hat uns gerade darauf aufmerksam gemacht, dass wir haben ja ein Weltwunder fertiggestellt hier vorne, das Mausoleum von Halikarnassos, und das bringt, das hilft uns, wo ist es denn? Ja, oben ist es. Und das hilft uns, Matze Manix, bei großen Ingenieuren. Ja, das sorgt mit dafür, dass die großen Ingenieure quasi noch eine weitere Ladung bekommen und wir dann die Effekte nochmal nutzen können. Und es ist gerade ein Ingenieur, den man sich holen könnte im Pool der großen Persönlichkeit mit drin, der unsere Fabriken boosten würde mit mehr Produktion. Und dann können wir zweimal einsetzen und dann werden die deutlich mächtiger. Und wir haben im Augenblick drin eine Politikkarte, nämlich den Erfindungsgeist, den wir, der plus 4 große Ingenieurspunkte pro Runde gibt als Basis, würde für jede Werkstatt, aber wir haben, glaube ich, noch keine einer. Nee, eine. Eine haben wir gebaut, nochmal 2 dazugeben, 6 Punkte bekommen wir dadurch. Das ist cool, aber wir spielen ja auf Kultursieg, kann mittelbar auch hilfreich sein, aber um Wunder zum Beispiel fertigzustellen. Aber ist jetzt nicht so zentral bei uns. Ist cool, wir gehen ja weit nach oben und könnten den vielleicht auch bekommen, James Watt. Sollten wir bekommen, also wenn wir die Karte drin lassen würden, würden wir den sicher bekommen. Jetzt ist die Frage, ob der uns so sehr hilft. Normalerweise würde ich sagen, ja, unbedingt. Im Chat kam der Vorschlag von einem Zuschauer rein, macht das unbedingt. Normalerweise würde ich sagen, das ist ein Must-Have, weil dieser Bonus hier,
Den gibt er auch zweimal, erstaunlicherweise. Also der bekommt dann statt einer Ladung zwei, kann zweimal die Aktion durchführen, durch zum einen eine Fabrik und eine Werkstatt in einem Bezirk entsteht. Und ich glaube sogar, Matze, bevor die Fabriken erfunden worden sind. Das weißt du nicht sicher, aber ich glaube das ja. Das habe ich noch nie ausprobiert. Bin ich mir nicht sicher, was dann passiert. Mhm. Würde ich nicht drauf schwören. Im Chat heißt es doch, ein Ingenieur ist nicht zu schwören. Hat JJ gerade geschrieben. Okay. Also eventuell doch dann. Und der zweite Bonus greift auch zweimal. Das heißt, alle Fabriken reichsweit geben nicht nur zwei Produktionen, sondern dann vier. Das ist verlockend, aber wir haben bislang auf den Städten, die wir sehr spät gegründet haben, auf dieser Terra-Zufallskarte, so gut wie keine Industriegebiete. Wir haben auch keine im Bau oder so, also zwei. Es geht konkret um zwei. Eines hier vorne, das ist von Kleider Onkel hier platziert worden. Ein Industriegebiet mit einer Werkstatt, mit einem sehr coolen und mächtigen Bonus. Und ein zweites Industriegebiet ist im Bau oder fertiggestellt in Rindersee. Ich glaube, es ist nur platziert worden, wenn ich mich recht erinnere. Ist schon fertiggestellt. Und das war hier, ne? Das ist das Industriegebiet, das hier steht, plus zwei Produktionen. Also wir könnten das zweimal durchführen, die Ladung. Das könnten wir machen, nur diesen Bonus, dass über Fabriken geboostet werden. Also im Augenblick konzentrieren wir uns komplett darauf, überall die Städte hinzusetzen, Luxusgüter abzugreifen, weil wir im Modus spielen, Monopole, Kooperation und Monopole. Und wir konzentrieren uns darauf, ganz, ganz flink Theaterstädte, Theaterplätze zu bauen, um überall Museen zu generieren, um unsere Werke zu platzieren oder Archäologen loszuschicken, um Artefakte zu bergen. Und am zweitwichtigsten dann noch vielleicht entweder Minimum ein Handelsdistrikt oder ein Hafen auszubauen, später bis zur obersten Stufe, um dort Marken zu platzieren. Also diese großen Werke, oder die man bauen kann in den Städten, in denen man eine Kooperation errichtet hat. Das ist unser Plan. Und das sind allein schon zwei Bezirke. Das heißt, es wäre dann das Industriegebiet, das wir irgendwo machen würden. Dann zusätzlich, das wäre dann der dritte Bezirk, Matze. Und das greift dann erst sehr spät, wenn man das überhaupt macht. Und ich weiß nicht, ob das für den Kultursieg so wichtig ist. Ja, nicht ganz so relevant. Also würden wir jetzt sagen, wir machen hier Technologie, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ja, unbedingt. Produktion hilft einem dabei für den Wissenschaftssieg, aber für den Kultursieg, da geht es ja eher darum, tolle Plätze zu haben für Nationalparks, dass man natürlich viel Kultur anscheffelt, viele Wunder baut und solche Geschichten macht. Für den Wunderbau wiederum ist natürlich viel Industrie gut, aber da reichen auch ein paar einzelne Städte. Bitte gib mal kurz im Chat Feedback, ob Matze laut genug ist im Vergleich zu mir. Es könnte sein, dass er etwas zu leise ist noch. Sag mir das bitte Bescheid. Das ist natürlich kein K.O.-Argument gegen James Watt, weil wenn wir den überhaupt bekommen würden, würden wir natürlich auch abgreifen. Auch die Griechen wollen ihn auch unbedingt haben. Eventuell müssten wir hier Geld ausgeben. Richtiger Hinweis kam gerade im Chat. Natürlich boosten die Fabriken auch die Gelände drumherum, die Städte drumherum. Dann wiederum muss man allerdings auch... Das ist alles richtig, aber ich weiß nicht, ob das so entscheidend sein wird, wenn man überall wirklich nur in den Städten sich hauptsächlich auf diese beiden Projekte konzentriert hat. Ne? Matze, bitte etwas lauter, sagt der Chat. Das mache ich sofort. Ganz, ganz kleinen Augenblick, bitte. Darf ich mir eine dB-Zahl wünschen, lieber WB? So 10 dB kannst du dir oder vieles. So? Ja, kannst du auf jeden Fall. Wünsch dir alles, was du dir wünschen möchtest, Matze. Na gut, ich krieg bestimmt wieder so ein Viertel dB oder so, wie ich unseren WB kenne. Matze hatte kürzlich Geburtstag. Erzähl mal von dem Geburtstagsgeschenk, was ich dir in einem großen Karton mit einer riesigen Schleife zugeschickt habe und was zu deiner großen Überraschung, als du es ausgepackt hast, sogar noch lebendig war, Geräusche gegeben hat und Futter verlangt hat. Ja, da war so ein kleines... Nein, das kann ich nicht sagen, das ist mir peinlich. Ist der peinlich? Nein. Okay, möchtest du nicht erzählen? Chat kann gerne raten. Also es geht um ein kleines süßes Geschenk, das mit P anfängt und mit B aufhört. Stammzuschauer wissen, worum es geht. Ich will es nicht beim Namen nennen, aber ich hatte einfach keinen Bock mehr aufs Praktikal. Matze Manix hat es jetzt und hin und wieder bekomme ich Postkarten zugeschickt vom Praktikal. Die riechen sehr angenehm nach Heu aus auch und es scheint alles gut zu laufen. Glückwunsch nachträglich kommt rein von Speedy. Also, ja, danke. Matze ist jetzt laut genug, darf ich hoffen. Bitte Chat Feedback geben. Ich gebe mal an Dana Morgenroth Feedback. Vielen Dank. Danke an Dana Morgenroth fürs 21. Abo schon. Schönen Nachmittag auch an dich. Also James Watt kann man machen, müssen wir nicht.
So. Ja, Matze. Das ist so der Plan bei uns. Du hast dir das Safe Game studiert. Hast du noch konkrete Wünsche, Vorschläge, Kritik? Nein, also eigentlich, was das angeht, gar nicht erstmal so weiter spielen. Ich könnte ein bisschen was zu Gegebenheit sagen. Es gab ja ein paar Fragen hinsichtlich des Tourismus und mit den Auswärtstouristen, mit den Inlandstouristen, wie sich das Ganze so ausrichtet. Da habe ich ein bisschen recherchiert in der Zwischenzeit, seit dem letzten Mal, wo ich dabei war. Da könnten wir uns zu passender Gelegenheit nochmal zu austauschen. Das machen wir etwas später. Wir wollen auch erstmal ein bisschen zocken. Aber dann furchtbar gerne. Zwei Kooperationen und die dazugehörigen Marken, die wir denn herstellen können, sind bei uns im Fokus. Fokus Nummer 1 ist das Wichtigste, die Gewürze. Denn die Gewürze geben, wenn man vor Ort 20% Kultur mehr als bei der Industrie. Bei der Kooperation wird es dann erhöht um nochmal 20% auf 40. Und wenn man diese und wenn man dann wiederum eine Marke herstellt, vor Ort in Rindersee zum Beispiel, in Form eines Gewürzprojektes, dann können diese Marken wiederum transportiert werden in andere Städte, Matze. Und die können dann dort gelagert werden, entweder in einer Börse oder in einem Seehafen und bringen dann den Bonus, den uns unsere Industrie vorgegeben hat, dann halt entsprechend in der Stadt, wo wir gerade dann diese entsprechende Ware ausgestellt haben. Das ist, hier hätten wir dann statt den 40% Kultur und woanders hätten wir dann 20% Kultur. Wäre steigerbar 20% mehr, steigerbar sogar auch auf 40%, falls wir sowohl den Hafen als auch das Handelszentrum ausbauen würden, bis zur obersten Ausbaustufe, also Börse bzw. Seehafen. Ist doch die oberste Stufe, ne? Habe ich richtig im Kopf? Genau, ja. Stromklampfe, danke fürs 21. Liebe Grüße an Stromklampfe. Und die zweite Kooperation für uns relevant ist, auch relevant, nicht ganz so, aber auch relevant ist der Zucker. Der gibt plus 20% Wachstum in jeder Stadt und plus 3 Wohnraum, stapelbar halt bis zu 6 Wohnraum maximal, das ist heftig. Da haben wir noch andere Möglichkeiten, die hatten wir letztes Mal auch besprochen, die sind aber nicht ganz so wichtig. Das heißt, wir brauchen Minimum, zwei große Händler. Das ist Minimum. Einen haben wir, eine große Händlerin, die steht hier vorne. Den nächsten großen Händler können wir bekommen. Raja Todar Mal. Große Händler braucht man zum Aktivieren einer Kooperation, um auf einer Industrie eine Kooperation zu erzeugen. Das ist quasi der Handwerker für die Kooperationen und die lösen sich danach auf. Die können das nur einmal machen und hier sind wir auch kurz davor, glaube ich, hier zuzuschlagen. Ja, die können das vor uns machen, da müssen wir Geld ausgeben. Geld ausgeben oder pokern, da geben wir wahrscheinlich gleich Geld aus hier. Glaubenspunkte keine. Alles klar, Matze? Ja, soweit alles gut. So, hier hatten wir eben Barbaren fix und fertig gemacht. Da oben sind die Pelze als Industrie. Die geben vor Ort plus 25 Glauben, was hier fast gar nicht hilft. Was ein Grund wäre, vielleicht da die dritte Kooperation zu machen, da eine Marke herzustellen und die dann rüberzubringen in die Stadt, wo wir auch wirklich eine heilige Stätte haben, mit dem hohen Nachbarschaftsbonus. Das ist Bulpe und in Bulpe hier die 25% hier drauf zu schmeißen auf die Glaubensproduktion auf der heiligen Stätte und den Gebäuden drauf und Pi und Pa und Po. Aber ist nicht zwingend. Hier wollten wir Barbaren angreifen. Im Chat wird werden viele Ideen gepostet, was wir uns alles noch holen könnten, Matze. An großen Ingenieuren. Das ist alles spannende Ideen, aber wir können das nicht wirklich bestimmen, welcher Gouverneur wann kommt, ne? Ja, das ist tatsächlich Zufall und manchmal hat man Glück und dann bekommt man genau die Tourismusingenieure, die man gerade haben möchte. Manchmal bekommt man dann ganz andere. Da müssen wir uns ein bisschen überraschen lassen und dann zur richtigen Zeit zuschlagen. Die Reihenfolge ist bei jeder Partie eine andere und man kann das vorab auch nicht sehen. Das heißt, die Kette, wann in welcher Kategorie, welche große Persönlichkeit, welche ablöst, die liegt quasi in so einer Art Fog of War. Dem Siedler geht's hier vorne hin. Und eine Runde weiter Wohnraum hier vorne.
kleines Problemchen. Gucken wir uns mal an. Plus 2 Nahrung. Die kann man aber nicht viel mehr machen. Wenn wir demnächst Wald pflanzen können, können wir hier noch ein paar Veranstaltungen mehr durchziehen. Hier können wir etwas Kultur reinnehmen. Sind wir bei plus minus 0, aber das ist eigentlich völlig okay. Dann haben wir noch hier ein Problem mit Wohnraum. Genau. Mal den Produktionsfokus an. Das ist eigentlich Quatsch. Den fünften Bürger bei dem riesigen Nahrungsüberschuss, den können wir auch so bekommen. Und wieder eine Runde weiter. Dr. Perversicles meldet sich bei uns mit dem freundlichen Angebot, uns unsere Kohle zu nehmen und uns ein großes Werk dafür an den Kopf zu schmeißen. Ein Literaturwerk. Das ist verlockend. Das ist nicht Kohle, das ist Salpeter. Und die können wir ihm auch geben. Was soll man mit der ganzen Salpeter? Also Salpeter gegen ein Literaturwerk machen wir, Matze. Ja, also klar, die Odyssee wollte ich schon immer mal lesen. Also die leihe ich mir dann aus von dir, wenn ich darf. Ja, und kann ich dann nachts zum Einschlafen mal sehr gern ein bisschen drin stöbern. Ein bisschen Geld bekommen wir und wir bekommen Pelze. Das finde ich alles okay. Nein. Hier entsteht nachher noch eine heilige Stätte, die jede Menge Glaubenspunkte generiert. Die kommen später noch dazu. Ein weiterer Zeitalterpunkt für uns. Du und ich, wir fahren mit dem Auto oder mit der Bahn. Aber Wirtschaftsexperten reisen mit der Infrastruktur. Ich gebe die Pelze ab. Habe ich gerade gesagt, wir würden die bekommen. Dann habe ich mich versprochen. Die geben wir ab. Dann Kooperationen. Die können wir jetzt gründen auf einer Industrie, die das überschreibt, quasi die Industrie. Und dann können wir die großen Werke herstellen. Da haben wir eben drüber geredet. Big Ben wäre baubar, gibt uns unter anderem einen Wirtschaftspolitikplatz. Und Börsen, da haben wir eben drüber geredet, wenn man in einer Stadt mit Kooperation als Stadtprojekt eine Marke herstellt, kann man die ausstellen in solchen Börsen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, kann man da steht es ja auch, 3 bis zu 3 Produkte kann man da ausstellen. Okay, dann wären es sogar bis zu 6 Produkten, die man in der Stadt ausstellen könnte, wenn doch eine Börse und ein Seehafen ist, habe ich eben nicht richtig erklärt. Aber das ist natürlich furchtbar unwahrscheinlich. Da reicht eins locker aus. Ich glaube nicht, dass wir so viele Kooperationen gründen werden. Im Augenblick können wir 5 gründen, also 5 gründen wahrscheinlich. Das sind die mit Gewürze, Pelzen, mit Perlen, Baumwolle und Zucker. Und von den 5 sind 3 relativ langweilig für uns. Am langweiligsten die Kooperation rund um Baumwolle. Die gibt 30% Produktion für Militäreinheiten. Wir haben mit allen Allianzen. Wozu brauchen wir die? Dann können wir demnächst eine Kooperation gründen für Pelze. Wenn ein großer Händler da ist, die Industrie ist schon da, bringt 30% mehr auf Zivileinheiten. Das sind in unserem Fall also Siedler oder Handwerker in erster Linie vielleicht, ne? Militärpioniere glaube ich auch, und das ist aber nicht so wirklich total spannend irgendwie. Die können wir töten, machen es aber nicht, wollen erstmal heilen. Nächste Forschung. Hier haben wir den Bonus. Militärakademie, mehr Produkt. Ja, das ist ein Lagergebäude, davon haben wir noch. Wir haben noch gar kein Lager gebaut. Hier gibt es sofort mehr bei Steinbrüchen und wir könnten Musketier freischalten. Die Renaissance-Mauern. Diplomatische Sichtbarkeit ist cool wegen Tourismus und dauert nur 4 Runden. Damit fangen wir mal an. Bonus, 2 Unis mittlerweile auch da. Produkte können wir erst später herstellen, korrigiert mich der Chat, Matze. Ab wann können wir das denn? Ab dem Zeitpunkt, wo wir Kooperation gebaut haben. Chat meint, das stimmt nicht. Chat meint, wir können... Also irgendjemand im Chat meinte, das geht nicht. North Bowman meint's.
Wir testen das mal, wer recht hat. Wir gründen jetzt nämlich unsere erste Kooperation hier vor Ort in Rindersee mit Irene von Athen. Da versteht sie die ganze Zeit. Achtet bitte auf die Werte hier. 6 Nahrung. Achso, ich glaube, North Bowman meint das ein bisschen anders. Wir müssen natürlich erstmal einen Platz haben für dieses Produkt, nämlich entweder eine Börse gebaut haben oder einen Seehafen, sonst können wir das ja nirgendwo reinpacken. Aber technisch, von der Spielmechanik her, hätten wir das dann freigeschaltet. Alles klar. So, hier vorne können wir jetzt, überschreiben wir die Industrie. Ein Gold, 3 Produktion, 6 Nahrung. Überschreiben das. Es müsste eigentlich nicht mehr, es müsste das, glaube ich, wegmachen, sodass das hier entsteht. Und vorher gab die Industrie plus 20% Kulturertrag und jetzt werden es 40% mehr sein. Und es gibt auch, vermute ich mal, einen Zeitalterpunkt. Mal gucken. Ja, Buda hat die Industrienbonus ersetzt. Jetzt kann man dir nur einen coolen Namen geben. Zum Beispiel Konsolidation Gewürze Qualitätsgüter. Wow, richtig cooler Name von dir, WB. Bin begeistert. Ja, habe ich gerne gemacht. Echt toll. Was ist dein Lieblingsgewürz, Matze? Curry. Curry mag ich auch gerne. Ja. So richtig? Ich glaube ja, das sieht doch ganz gut aus. Ja, ich glaube, das geht. Die Gesellschaft heißt Köstlicher Curry. Und Name wird einmal... Name generieren ist, glaube ich, ein anderer. Ich drücke mal lieber auf Enter. Und hat's geklappt? Ich hoffe, es heißt jetzt wirklich Köstlicher Curry. Es hat geklappt. Ach, habe ich falsch geschrieben? Schreibe mit C. Köstlicher Curry, beides mit C. Habe ich das glatt falsch geschrieben? Tut mir sehr leid. Das ist ja peinlich. Echt? Beides wird mit C geschrieben. Köstlicher Curry. Es tut mir furchtbar leid. Ich war so... manchmal, wenn ich irgendeine attraktive Alliteration sehe, dann sehe ich nur noch die Buchstaben, die ich sehen will. Das ist sehr peinlich. Liebe Grüße an MWM75 und vielen Dank fürs 11. Abo. Und schön, dass du dabei bist. Mal wieder bei Sif. So, das hat auf jeden Fall geklappt. Riesige Erträge, ja, und Rindersee wächst und blüht und gedeiht jetzt hier. Jetzt könnten wir theoretisch als Projekt einstellen, hier unten, 25 Runden lang, ein solches Produkt, eine Marke. Aber man kann das halt erst dann machen, wenn man auch einen Platz hätte, wo man die nachher hinschicken kann. Und den Platz haben wir im Augenblick nicht. Man kann nicht auf Vorrat bauen, das geht leider nicht. Im Chat werden kommen bereits die ersten guten Werbesprüche rein. Vielen Dank. Zum Beispiel, don't worry, eat curry. Sehr cool. Das hätte mir auch gefallen. Das hätte ich auch sehr cool gefunden. Oh, Wuxing korrigiert mich. Ich habe das völlig falsch geschrieben. Köstlicher Curry. Köstlich mit C, Curry mit K. Ich kann mich nur entschuldigen. Ich habe alles durcheinander geworfen. Sehr peinlich. Ja, das ist sehr, 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 sehr peinlich hier. Ja, was brauchen wir denn? Also, das ist okay. Und jetzt überlegen wir uns mal, wo könnten wir das erste Produkt ausstellen? Wir brauchen einen komplett ausgebauten Hafen. Ohne einen komplett ausgebauten Handelsbezirk. Ja, das ist natürlich nur hier vorne. Ein kleiner Onkel oder in Bultopia. Bulpe hatte gerade erst einen Hafen im Bau. Der ist in 12 Runden erst fertig. Das sind die beiden Möglichkeiten. Hier aber ein Handelsdistrikt. Noch nicht mal mit Markt, aber ein kleiner Onkel. Ein kleiner Onkel. Da haben wir hier vorne einen Hafen. Mit immerhin schon mal mit Leuchtturm. Und in Bultopia einen Hafen mit... auch mit Leuchtturm. Hier entsteht eine Schiffswerft. Das heißt, danach noch hinterhergeworfen, einen Seehafen. Haben wir die Seehäfen schon erforscht? Bankbörse. Ist der Seehafen schon erforscht? Ich glaube nicht. Wir gehen mal gucken, ob wir den Seehafen schon haben. Siehst du es auf einen Blick, Matze? Ich glaube, der kommt noch. Wir haben es noch nicht erforscht. Der ist irgendwo sogar noch im Fork of War. Und vorher können wir gar nichts machen. Allerdings haben wir die Börsen gerade freigeschaltet. Wir können also parallel hier das Teil hier vorne machen. Und dann könnten wir hier halt ein Produkt hinstellen und bekämen dann plus 20% mehr Kultur. Die Frage ist, worauf wird das berechnet? Hier steht 15% mehr schon durch andere Modifikatoren. Und es sind 80, sagen wir mal, es wären 70 und davon 20% so um die 14 mehr. Und jetzt im Augenblick haben wir 170 reichsweit.
Also es wäre okay, es wäre so 8% mehr Kultur reichsweit, über den Daumen, ganz grob geschätzt, ohne nachzudenken, einfach während ich rede. Aber es ist nicht so, dass es uns jetzt total umbläht irgendwie. Umbläst, aber es geht schon, würden wir mitnehmen. Das lässt sich uns auch stapeln. Es gibt vier Luxusgüter im Spiel, die alle 20% mehr Kultur geben können. Die sind nur nicht alle vier hier auf der Karte. Die vier sind außerdem noch Seide, die Gewürze, die wir schon haben. Dann gibt Kultur noch Wein und Kaffee. Kaffee habe ich gesehen, das weiß ich, Seide auch, aber ich glaube nur bei der Konkurrenz. Das ist ein bisschen doof. Ja, das ist die Frage von Wiegland, ob der Bonus sich addiert für mehrere der gleichen Marken in der Börse. Das geht nicht. Also du kannst solche vom gleichen Typ ausstellen. Also mehr, also Kaffee und Seide, die jeder 20% mehr geben. Aber du kannst nicht zweimal Gewürze ausstellen. Das geht nicht. Jetzt haben wir 1874 Gold. Mit anderen Worten, nächste Runde kaufen wir uns einen Siedler hier vor Ort. Ne, reicht. Können wir machen. No, es heißt im Chat, das ginge doch. Dieselben Marken, die gleichen Marken zweimal positionieren in der Stadt. Kannst du das bestätigen, Matze? Ich habe das auch so in Erinnerung, aber es ist lange her, als dass ich jetzt das bestätigen könnte, ob sie das durch irgendein Update nochmal wieder geändert hätte. Also es ging wohl einmal, Chat erinnert sich an ein das Vietnam-Let's Play, das wir hatten, da ging das. Interessant. Müssen wir mal rauskriegen, ob das da ein Bug oder ein Feature war oder was auch immer. Hier wollten wir den Sumpf entfernen und danach hier ein Theaterplatz zu positionieren und vorher noch einen Bürger abzugreifen. Aber erstmal ein Dankeschön an Apokalypse Now. Schönen Sonntag an dich und danke fürs 15. Abo an dich. Liebe Grüße. Wir haben also vier Bürger hier. Wie hoch ist dein Nahrungsüberschuss? Extrem groß, aber Wohnraummangel. Das ist das große Projekt. Wie viele unserer Leute können wir auf wie engem Raum stapeln, Matze? Vier Bürger auf zwei Wohnraum. Mein großes Projekt ist, ich will es hinbekommen, wenn eine Stadt in einer Stadt, die doppelt so viel Einwohner hat wie Wohnraum, noch einen Bürger reinzuquetschen. Ja, also ich versuche mir das gerade bildlich vorzustellen. Ich weiß nicht, ob ich da wohnen möchte. Probieren's mal. Achtung, und bekommen 101 Nahrung dazu. Das sollte eigentlich den fünften Bürger geben. Da ist er. Jetzt schauen wir mal, wie es nahrungsmäßig aussieht. Es sieht aua aus. Plus 10, alles gut. Hier oben steht eine Minuszahl, das war Quatsch. 5 Runden bis zum Verlust, das kann nicht sein. Das ist eine falsche Anzeige hier. Das ist Quatsch, Matze, ne? Ich glaube tatsächlich, dass sie das Nahrungsdefizit mit einem Plus angezeigt haben, weil es ein positives Defizit ist, quasi. Weil es ein positives Defizit ist? Ja, also es ist ganz, ganz komisch. Aber eigentlich steht, dass wir Nahrung pro Runde 20 erzeugen, 10 verbrauchen. Das heißt, wir hätten eigentlich ein Plus von 10, aber davor steht halt Gesamtnahrungsdefizit. Deshalb bin ich etwas irritiert und vielleicht werden wir da nach dem Rundenwechsel etwas schlauer. Normalerweise sollte alles gut sein und es ein Anzeigefehler sein. Ja. Ich hoffe es zumindest. Also doppelt so viel Nahrung wird ja produziert, als die Leute wegmampfen können. Trotzdem sollen sie in 5 Runden verhungern. Vielleicht platzen sie, das könnte ich mir vorstellen. Vor überfressen, ich habe keine Ahnung. Hier oben setzen wir jetzt den Theaterplatz hin. So, alles okay. Und jetzt brauchen wir demnächst auch nochmal Handwerker. Handwerkerkarte nicht drin.
Räucherpäuschen, bitte. Hier ziehen wir gleich rüber. Und mit dem Siedler geht's dort oben hin. Und wir gründen da sogar auf dem einzigen Feld, das es auf der ganzen Insel gibt, ohne natürlichen Wohnraum. Also ohne Wohnraum durch Wasser. Weder von der Küste noch auf Grün. Ich will genau hier hin. Das hatten wir uns überlegt. Aber das war, bevor wir genaue Kenntnisse hatten, wie die Insel aussieht. Das hatten wir uns, glaube ich, überlegt wegen den Luxusressourcen. Damit wir die alle reinbekommen hier. Und die kriegen wir noch nicht mal alle rein. Die Jade bekommen wir nicht rein. Perlen, einmal Wale, einmal Jade. Jade gibt es insgesamt 7 in der großen weiten Welt und wir hätten dann die zweite Jade, könnten eine Industrie machen und Jade bringt uns plus 25% mehr Geld. Das hilft immer, kann man mal machen. Wale dagegen gibt es 16 auf der Karte, die werden wir nie und nimmer alle kontrollieren. Und Perlen gibt es auf der Karte auch 12, die werden wir auch nie und nimmer bekommen. Aber wir hätten da eine Kooperation in beiden Fällen. Wale geben 30% Produktion bei Militäreinheiten und das ist vollkommen egal. Und Perlen bringen uns 25% mehr Glauben, die sind schon spannender. Also ein Monopol können wir uns abschminken, aber eine Kooperation sollten wir hinbekommen bei den Perlen. Ich könnte mir vorstellen, Matze. Ja, aber die Entscheidung, die wir treffen müssen, ist die zwischen Perlen und Jade, ne? Also, das wäre unsere erste Jade, tatsächlich. Wir hatten gerade bei Vietnam geschaut, dann das wäre dann für die zweite. Oh, das ist völlig recht. Mhm. Dann kriegen wir die eh nicht. Mal schauen, ob wo sonst noch Jade ist. Jade hier bei den Griechen. 2-mal. Ah, in unserer Nähe. Die sollten wir bekommen. 3. Ring. 1 Jade bekommen wir. Das ist bei den Vietnamesen und das wäre dann bei uns. Also 2 Jade würden wir bekommen. Mehr links auch nicht. Das heißt 2 von 5, die auf der Karte sind, ohne Chance, dass ein Stadtstaat uns eine abgibt. Entschuldigt bitte. Habe ich außenweise mal vergessen, mein Handy zu muten. Peinlich, peinlich. Und das ist die große Frage, Matze, ob wir das dann überhaupt hinbekommen können. Also Monopol, also eine Industrie vor Ort nutzt uns ja gar nicht so viel und eine Kooperation ist, kriegen wir eh nicht. Ja, genau. Für eine Kooperation bräuchten wir 3. Das wäre cool, aber das bekommen wir nicht hin. Vor Ort mehr Geld war das ja, glaube ich, sagtest du dafür, Jade. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Also würde mich jetzt nicht dazu hinreißen lassen, das nur deswegen dann die ganze Stadt zu verschieben. Mhm, das heißt, wir würden es hier vorne stehen lassen und würden hier bekommen. Andererseits, ja, kein Wohnraum ist eigentlich egal. Aber wenn wir das hier oben uns wegdenken, wir können es natürlich auch hier unten hinsetzen, da wo das der barbaren Außenposten im Moment ist. Ein Feld weiter nach Südwesten. Dann wären alle im... Ja, das können wir genauso gut machen. Würden... Oh, wir können sogar aufs Wasser setzen nach links. Wir können sogar hier hin. Geht doch alles. Haben wir Trinkwasser? Haben die Perlen im 3. Ring? Wale im 2. Haben nicht so viel Nahrung, haben aber schön Produktion. Und Nahrung brauchen wir auch nicht so viel, weil wir mit 4 Bürgern starten. Was meinst du? Sieht sehr gut aus. Also ich sehe da jetzt keinen Grund, der dagegen spricht. Ja, so tun wir das. So machen wir das.